Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineer Staffel 2. Mit am Start haben wir hier den Wallard. Hey, hallo! Den Necro da hinten. Da ist er noch. Irgendwo ist noch der Tuffy. Ah, hier hittet. Unsere Dauergäste. Ja. Und, den neuen Gast, Thunder. Mein Sauerstoff ist knapp. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hab doch 8%. Warum sagt mir keiner Bescheid? Nee, das war die Energie. Bescheid. Die war vor uns bei mir auch kurz vorm Abgehen. Was schwebt denn hier für eine Platte durch die Gegend? Ist die neu? Nee, per Wolke gewaschen. Nee, kann aber Schrott sein. So. Schiff ist noch am Umbau. Da ist irgendwas Fettes drauf. Wer fliegt denn mit dem Schiff? Ich flieg gar nicht. Ich flieg runter. Rote bin ich. Hä? Weil der Petra noch nicht fliege. Achso, das bin ich nicht. Ich bin's auch nie. Ich auch nicht. Dann fliegt sie selbst. Ich glaub's auch. Petra, nicht wegfliegen! Wir brauchen dich. Du bist uns ganz wichtig. Ohne uns, ohne dich kommen wir nicht klar. So, ein paar Träger verbraucht. Ach, auf der Plattform sind zwei Container-Robots drauf. Ja, weh, du rammst das Ding jetzt an. Kein Tee. Kein Pudding. Weh, ich hab mir so eine Mühe gegeben. Kommen jetzt noch vier Thruster dran. Weiß nicht, ja, warum. Vier Thruster, da kommen noch vier Thruster dran und vorne am Bohrer und fertig. Mocha? Ja, ich hab weiß gehabt. Baut jetzt jeder hier einen Bohrer oder was? Warum? Weil nein, wir sind zumal ein Flagship, so das. Sobald ich dagegen komme, fängt das Ding an. Guck. Okay. Pass auf. Boah. Alter. Ich hab voll den harten Kopf. Das Ding ist träge wie ein Panzer mit Getriebeschaden, ey. Panzer könnte ich eigentlich immer wieder fahren. Wo wir gerade dabei sind, wo kann ich hier Sauerstoff tanken? Alter, lass mich raus hier. In den Sauerstofftanks? Brauchst du Luft holen. Ja, ne? Du musst einen Helm abziehen. Es gibt wir haben doch hier unten hier Sauerstoffflaschen. Wo sind denn die unten? Beeil dich, ich habe 3,8%. Du bist unser Zuschauer, das müsstest du doch wissen. Hallo, ich gucke erst seit 5 Folgen. Jetzt du hast ja noch gar nicht alle geschaut, das muss aber nachholen. Wir haben bloß noch 16 volle. So. Im Generator drin. Wo sind denn die? Komm mal her. Generator? Ah, ja, da. Du kannst doch von hier oben drauf zugreifen. Du musst die extra runterrennen. Oh, die muss ich wieder wegbringen. Ich brauche wieder Stahlplatten, ey. Ich ersticke hier gleich. Ich ersticke. Also, ich kann hier unten nicht mal zugreifen. Wo ist er denn? Hier bei mir. Gleich vorne auf der Plattform. Herstellungskomponenten. Eine Stahlplatte. Schon erledigt. Der Container steht da schon. Die stehen auch schon. Hier hinten. Und da ist Tuffy. Ja, da kannst du. Gib mal Sauerstoff ein und dann. Und zwei Herstellung. Und dann findest du die schon. Ja, hab ich nicht. Warte mal, hier. Kannst Beine kriegen. Huch. Oh, hier da. Unten liegen sie. Oh, Stahlplatten. Wo sind die? Mal suchen. Da. Ach. Hier. 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 Das Ding rollt runter. Oh je, guck mal hier. Ja, das hättest du selber anschweißen können. Oh, nur eine Stahlplatte. Hab ich hier. Ach, Smoker, wir müssen uns mal langsam wieder neue Sauerstoffflaschen herstellen. Hä? Ja, wir haben bloß noch 11 volle. Wow. Hä? In einem Sauerstoffgenerator sind. Wie viele sind das? 2, 4, 6, 8, 14. 14 volle und 4 angebrochene. Hä, wie sind 14 volle? Ich hab weniger gesehen. Moment. Au! Oh, Schädlein gehauen. Alter, wie viele Waffen hat hier? Woran schweißt du? An den Azimut-Thruster, der ist fertig, aber da schweißt immer noch. Ja, komisch. Hier an der ist hier hinten, die zwei. Die brauchen noch Stahlplatten. Dann wäre die Petra schon mal einsatzbereit. Hoffen wir mal, dass es klappt. Wir haben 18 Sauerstoffflaschen im Sauerstoffgenerator. Da war mal richtig voll, das Ding. Warum kann er denn hier so lang schweißen dann dauernd? Das liegt an den Rundungen, die kannst du irgendwie immer wieder schweißen. Achso. Obwohl sie ganz sind. So, mal testen oder was? Probieren wir.
Denk dran, du kannst die weit nach oben, hier ist die Decke. Da ist das Ende des Asteroiden. Oder wie war das bei Armageddon? Der würde nur stumpf lächeln weiterfliegen. Und wie fliegt er? Ich liebe diesen Film. Langsam. Echt? Ja. Noch mehr Thruster? Na, solange die bloß langsam. Weiß ich nicht. Am besten erstmal raus hier. Beißen doch nur, der braucht doch nicht schnell mit fliegen. Ja, aber ein bisschen von der Stelle kommen muss schon drin sein. Thunder McNeil. Hat der auch Licht hier? Ja. McNeil, wie ja. O'Neill. Oh, oh. Was ist jetzt hier? Hä? Oh shit. Was geht aber? Hä? Oh shit, Alter. Hier geht's Zeug verloren. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Wo hängst du eigentlich schon wieder rum, Negro? Ich mach Blödsinn wie immer. Was mit was Produktivem? Du kannst aber auf die Klappe kriegen. Wenn du nur rumstehst, wie du sagst. Ist dir nie aufgefallen, ne? So, was? Dass ich hier gerade die Decke weiterschmeiße? Welche Decke? Oh Gott. Welche Decke? Facepalm, oder wie es bei GTA 5 heißt, Gesichtspalme. Okay. So. Wie komme ich denn hier überhaupt raus? Indem du rausfliegst? Wo denn? Nach oben und dann zur Seite weg. An der nächsten Kreuzung bitte links abbiegen. Hinterm Mond gleich links. Ach verdammt. Ja. Alten Klugschnacker. Ich bin hier drinne. Ich kann das Ding nie fliegen. Wenn ich das Ding fliege, ist es bloß in Einzelteilen draußen. Das will ich nicht. Ja. Du kennst Negros Flugkünste. Nee, das hat jetzt was mit dem Lex zu tun. Also bei 8 FPS fliege ich bestimmt kein Raumschiff. Bin froh, dass ich noch kein Leben abgezogen kriege. Dadurch würde ich überall dagegen fliege. Okay. Was sollst du dir Gedanken machen? So, wie war das jetzt? Ich versuche jetzt mal das große Schiff, das rote Schiff einzuparken. Ob das in die Hose geht? Ja. Den ersten Sprung hat noch niemand geschafft. Hä? Was? Matrix? Beim ersten Mal fallen sie alle. Richtig. Nee, eigentlich sagt Trinity. Eigentlich sagt derjenige, den ersten Sprung hat noch niemand geschafft. Ja, und dann hier der die Synchronstimme von Timon hat. Der Verräter da. Von Timon? Mal fallen sie alle. Timon, ja. Timon. Der Löwen, König der Löwen. Ah! Der Typ hat dieselbe Synchronstimme in Deutsch. Okay, na, das habe ich nie gewusst. Könnte ich mir eigentlich immer wieder angucken, König der Löwen, da fange ich wieder an zu heulen wie ein kleines Kind. Ich war bei dem Film mindestens 14 Mal im Kino drin gewesen. Mindestens. Und ich habe bei jedem Mal geheult, wie ein Schlosshund. Ach, das sind noch gute alte Filme, da kriegst du wenigstens noch die Tränen. Oh ja, wenn du dir die heutigen angucken musst, dann wird einfach bloß noch schlecht. Deswegen kommt dir die Tränen, weil dir schlecht wird. Nee. Ich kann mich noch hier erinnern, hier, was war das hier? Star Trek 2, der Zorn des Khan. Mr. Spock's Tod. Ach, das Alter. War ein geiler Film. Ich fange jedes Mal an zu heulen. Ich versuche es jedes Mal zu bekämpfen, aber ich kann einfach nicht. Nee, das. Jetzt ist er wirklich tot. Ja. Aber in unseren Gedanken wird er immer da sein. Stimmt, der Leonard Nimoy ist ja gestorben. Ja, schon lange. Nee, so lange ist es gar nicht. Paar Monate ist das schon ja. Her. Ja, Monate, Ist trotzdem, wow. Ist trotzdem seltsam, seine Stimme in Star Trek Online zu hören. Nee, ich hab das Spiel nicht. Das ist trotzdem seltsam. Ich guck mir die Filme an, ja, aber jetzt die Spiele spielt, nee. Ja, ich spiele auch nur Star Trek Online, aber ja, hab vor ein, zwei Wochen wieder angefangen. Ich finde die Idee schon episch, von wegen hier Warp-Antrieb und so. Wie schon gesagt, wir sind ja eigentlich theoretisch dabei auch in der Lage.
Aber jetzt so die Spiele, nee, ich habe schon zu viele Spiele gespielt, die eben halt wirklich, das sind wir eben halt wieder bei dem Thema Scheißspiele, die wirklich da wirklich bloß abklatscht waren von dem richtigen Originalen und nee, muss ich mir glaube ich nicht geben. Da gibt es Spiele, die ich da lieber gerne, die ich da wirklich lieber mehr suchte als das. Wo ich mir auch sage, hätte die Idee bloß in dem, wäre die Idee bloß beim Film geblieben und jetzt in den Spiel umgewandelt, weil, nee. Ja, manche Sachen, das ist echt, da denkt man sich, meine Fresse, ey, das hätten sie besser mal als Film gelassen. No? Oder im Film war es 1000-mal besser. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, hier so einen Forztrichter anzubauen, ey? Den trifft man ja gar nicht. Oh Gott, was ist denn das hier für eine Größe? Klar, trifft man das. Und das Ding fliegen eigentlich nur ausgebildete, erfahrene Piloten. Schnauze jetzt. Hey. Verdammt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Was ist denn jetzt die? Was? Hier ist auch ein Verbinder, muss ich nur einen dran machen. Alter. Jetzt ist die Frage, welchen? Welcher ist der hintere? Damit ich den nicht versehentlich anschalte. Ich bin. Hä? Ungefähr so stehe ich jetzt aber auch da. Ich bin verwirrt. Oh, das geht ja schnell. Nee, weil ich habe hier für die Ecke hinten gehört und nicht das Fenster. Was? Ich habe für die Ecke hier kein Fenster. Welche Ecke? Na, für die hier hinten. Wo ist bei dir hinten? Hinten links in der Ecke. Andere Seite von vorne. Ja. Gibt da Fenster dafür? Welche sind denn das da? Die 1x1 sind zu klein, die 2x2 sind zu groß. Hä? Ja? Die 1x1? Die 1x1, die sind zu klein, die 1x1, das ist so. Das sind die 1x1. Da müsste ich jetzt ungelogen 4 von den EMA1 hinsetzen, damit das in Ganzes ist. So. Oh, frisch am Bau. Das wäre die einzige Möglichkeit, wie ich das hier hinten hinkriege, aber da hinten sind man eh plus Container. Hallo, die Zuschauer haben es nie gesehen. Nee, das ist. Uah, danke für den Tipp. Hä? Ja, Zuschauer. Ich glaube, ich treffe. Wegen der letzten Aussage von Energie. Ach, du auch? Ja. Ich bin ja schon hardcore am Flitzen. Und funktioniert der Petra? Nee. Echt nicht? Nee. Brauch mehr Thruster oder was? Nee, mehr Power. Der braucht hier so eine. Definiere Power. Auf Dauer hilft nur Frauenpower. Nee, was? Der braucht Manpower. Stimmt gar nicht, der braucht Pferdepower. Genau, ist immer überladen, weißt du? Das war nur so ein Brossingschweiß, nein. Ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt geht hier. Ich hab's jetzt. Doch, geht. Zumindest kurz, ja. Nee, das ist so lahm. Lahm im Sinne von. Langsam. Zu wenig Thruster. Ich denke mal, zu wenig Power. Der muss kommt noch da überladen oder was? Ja, der ist überladen. Na, dann braucht er noch ein paar. Juhu! Werktoren. Ja. So, jetzt mache ich mit den Ärger hier, nicht mit dem Hochfliegen, ich nehme die Treppe. Gibt's hier nicht, das wäre eigentlich mal eine Idee, gibt's eigentlich auch einen Rolltreppenmod? Nein. Schade. Nee, nur Aufzüge. Na, Aufzüge? Da gibt's auch von Asimov gibt's da auch so eine Art Aufzugkanzel, die kannst du auf den Pisten drauf klatschen und kannst du damit hoch und runter fahren. Aufzüge finde ich langweilig, Rolltreppen wäre geiler. Muss man mal hier oben noch ein paar Reaktoren ransetzen. Also ihr Modder da draußen, wenn ihr das irgendwann mal seht, baut ihr mal auf hier
Rolltreppen ein. Kann man da nicht hier diese Naquada-Dinger reinpacken? Der hat doch viel Power. Viel Power haben die, aber ich glaube, das würde nicht funktionieren. Hallo, ich weiß nicht, ob ihr gerade einen Wolf, danke. Wieso funktioniert es nicht? Gibt's Clip nicht für kleine Schiffe? Achso, was? Naquada-Generatoren? Klar gibt's nicht für kleine Schiffe. Und mal kurz auch ein. Hab ich doch mal zwei Stück an mein Multitool dran genagelt. Ja, du hast aber diesen Mod drauf, ne? Nee, das geht auch ohne diesen Small Ship Mega Mod. Nee, gibt's auch für kleine Schiffe. Ja, ja. Brauchst du statt 30 Stahlplatten plus 4. Und auch weniger Triniumplatten. In. Okay. Haben wir eigentlich noch Triniumplatten? Sonst stelle ich welche her. Dürft man glaube noch da haben. Zwei Triniumplatten brauchen und eine Quaderkomponente im Gegensatz zu vier Quaderkomponenten und 12 Triniumplatten. Oh, also Triniumplatten sehe ich hier kein System. Weiß ich nicht. Ah. Ich stelle mal welche her. Mein Jetpack war aus. Mein Jetpack war aus. Nee, der gar nicht mal. Dieses andere Ding, Triggerzämpfer. Es ist doch lustiger. Ey, das ist zum Mäusemelk mit dieser scheiß Tastatur, ey. Ach, englische Tastatureinstellung. Ja, das muss ich noch ändern. Mal wieder. Smoker, Folgenende. Moment. Okay. Premium-Platten brauchen wir zwei. Quader Production Facility, bin gerade welche am Löten. Ja Leute, das war's schon wieder mit dieser Folge von Space Engineers Staffel 2. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar, einen Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Daumen hoch. Ciao.